Ja, also für uns der vierte Tag auf jeden Fall. Yay! Und der größte Wandertag, wo wir jetzt 13 Kilometer wandern werden, schön oben am Berg. Vom Brandstadl zum Hexenwasser. Genau. Ja. Der Ausblick einfach von der Ding ist einfach mega von der Bergbahn. Das. Das ist Urlaub. Eindeutig. Deswegen liebe ich die Berge. Weil wir gerade noch Zeit haben und ich nur das Frühstück erwähnen wollte. Also das Frühstück hat heute relativ gepasst, würde ich mal sagen. Da war jetzt alles eigentlich aufgefüllt. Gut, wir sind früh dran gewesen. 15 Minuten nach dem Frühstück auf jeden Fall, nachdem es aufgebaut worden ist. Und da, 3:15, ja. Und da hat es einigermaßen gepasst. Also, das war bloß der eine Tag, wo es ein bisschen komplett leer war. Naja. Also, hat gepasst dann doch, ja. Wir sind doch relativ, ja, begeistert, würde ich jetzt nicht sagen, aber doch relativ zufrieden mit dem Hotel. Genau. Und wir sind schon fast oben. Bloß noch ein kleines Stück. Also Fakt ist, wir haben den schwierigeren Weg genommen. Super! Das wäre da entlang gegangen. Gott. Na, da hört es auf. Da hört es auf, ja. Oh je. If I change the way I love it, maybe if I try to fix this heart then. Also das trotzdem faszinierend, dass wir von da ganz oben wirklich runter haben. Ja. Scheiße. Das halt kannst du dann unten fangen, wenn wir ganz oben sind, dann kannst du sagen, von da ganz oben sind wir runter. Schön geil. Da will man. Aber schön, wir machen Wege, die wo man sonst eigentlich knapp vorhat. Ja, wir gehen halt jetzt den Fahrradweg sozusagen. Naja. Normal, kein Wanderweg. Oder, naja, doch. Wanderweg? Ja. Betonstraße. Was glaubst du? Glaubst du, das hält die Kühe auf? Der Zaun hält auf jeden Fall die Kühe nicht ab, ne. Nee, falls was ist. Aber trotzdem sind die Kühe cool. Aber geh nicht danach. Süß. Hey. Ich hätte danach, weil das ist. Ja. Ganz viel Mumus. Komm, dann bin ich. Okay, die schaut schon her, die Kuh. Ja. Okay. Ja. Aber warum steht hier Bergdoktor? Weiß ich nicht. Ist doch. Oh, geht der Weg runter. Ja, hier steht ja auch Bergbahn 12 runter. Wir müssen hier jetzt runter. Okay.
Interessant. Kommen wir doch irgendwo vom Bergtop da vorbei. Ja, aber es steht ja explizit hier, müssen wir runtergehen. Ja, genau. Okay. Das ist doch echt geil, oder? Geil, wir kommen Bergtop zu Hause. So, wir verlaufen uns komplett und kommen zufälligerweise am Bergtop da vorbei. Geil. Gehen wir richtig? Ja, ja. So, okay. So wird man belohnt, wenn man falsch geht. Ja. Yay! Oh Mann. Bist du jetzt glücklich? Ja, bin ich. Ja, die Nerven liegen blank. Oder? Nee. Komischerweise ist die Wanderung ganz anders verlaufen. Also wir haben wirklich, ja, sind falsch gewandert auf jeden Fall. Bergtop da rauskommen. Das glaubt uns kein Mensch. I don't wanna stay here, no. Ain't gonna keep it low. Now, if you wanna go, let's go. Let's wrap it up and hit the road. I just got an awesome vibe. Dragging the wind up close now. Liberty's on my mind. We've taken off, we've left the ground. You gotta understand that we get one chance. So, wir sind auf dem Weg zum nächsten Wasser. Yay! Juhu. Voll super. Das eigentliche Tagesziel. Ja. Und wir haben gerade festgestellt, dass wir einen Kilometer fast runtergewandert sind. Also 950 Meter verlaufen. Den ganzen Berg heruntergegangen. Höhenmeter, musst du sagen. Ja, Höhenmeter. 950 Höhenmeter. 950 Höhenmeter, genau. Weil 950 Meter ist doch ein bisschen wenig. Wie viel das in Kilometern sind, das wissen wir nicht. Viel zu viel. Viel auf jeden Fall. Wir waren jetzt 3,5 Stunden unterwegs. Schau das immer entlang an. Stimmt. Sehr interessant alles. Ja, sind zufälligerweise oder dummerweise am Bergtop der Haus vorbeigekommen. Zum Glück. Erzählt. Ja, zum Glück. Sind dann kurz davor dort gestanden, wo es dann hieß, ob wir eine Führung mitmachen wollen. Die ging dann sofort gleich los. Also gleich im selben Moment richtig angekommen. Mhm. Ja, ziemliches Erlebnis. Ja. Jetzt fahren wir ganz hoch zur Hohensalve und werden was trinken. Ja, da haben wir uns jetzt, also ich zumindest, mir 2 Weizen verdient, mindestens. Also ich mir nicht, oder wie? Ja. Ein kühles Radler, genau. Ja. Dann werden wir noch ein bisschen wahrscheinlich zum Hexenwasser fahren und uns da noch ein bisschen abkühlen und dann werden wir so in 2 Stunden, 3 Stunden wieder runterfahren. Wie schon erzählt, es glaubt uns kein Mensch nicht, wie man sich so verlaufen kann. Ja. Das ist, naja. Da waren wir überall. Schau, jetzt fährt der Traktor wieder runter, siehst du? Wo? Da, wo wir gesehen haben, der Traktor fährt wieder runter. Stimmt, hier, ja. Tatsache. Krass. Ja, da ganz oben waren wir. Dancing by the lakeside, gonna do it while we're young. In a moment it will all be gone.
Eines der schönsten Sees hier eigentlich. Ja, stimmt. Das ist schon ganz besonders schön. Ja. Also da haben wir einen schönen letzten Tag auf jeden Fall. Ja. Wenn wir jetzt noch einen vollen Kübel.